große Werte sind in ganz Azeroth bekannt. Mein ältester Bruder Magni war der König von Eisenschmiede. Kaum ein Herrscher war je weiser oder gerechter. Und Bran, nun, er ist ein Entdecker von Weltruhm. Ständig findet er Geheimnisse, über die das Fachblatt der Forscherliga schreibt. Bei Brüdern wie diesen würde ich mir ganz schön dämlich vorkommen, wenn ich's nicht selbst so drauf hätte. Alles klar, Jungs. Schön anstellen und den Hammer fressen! Freut mich, euch kennenzulernen. Und damit herzlich willkommen bei Rotmack erklärt. Heute mit Muradin Bronzebart vom Spiel Heroes of the Storm. Wir halten es wie immer in diesem Format. Wir werden kurz die Geschichte anschauen von Muradin Bronzebart. Danach geht es an die Fähigkeiten und Eigenschaften im Spiel. Wir schauen uns an, welche Talente besitzt der Krieger. Und am Ende schauen wir uns im Shop um, welche Skins sind für ihn verfügbar. Doch wir beginnen zuerst mit der Geschichte von Muradin Bronzebart, der bekannt ist aus dem Warcraft 3 Spiel. Dort als Verbindungsperson zwischen Lordaeron und Kasmodan, also sprich zwischen den Menschen und den Zwergen, fungierte. Muradin war der Mentor von Prinz Arthas, was die Kampfkünste anging, und die beiden wurden sehr gute Weggefährten. Als dann aber Arthas auf der Suche nach Frostgram war, wollte Muradin ihn warnen und davon abhalten, sich das Schwert anzueignen. Doch Arthas verfiel bereits dem Wahnsinn und hörte nicht auf den Zwergen. Muradin wurde so zum ersten Opfer von Frostgram. Behold, Muradin, our salvation. Frostborn. Halt, lad. There's an inscription on the dais. It's a warning. It says, whomsoever takes up this blade shall wield power eternal. Just as the blade rends flesh, so must power scar the spirit. Oh, I should have known. The blade is cursed. Let's get the hell out of here. I would gladly bear any curse to save my homeland. Leave it be, Arthas. Forget this business and lead your men home. Damn the men! Nothing shall prevent me from having my revenge, old friend. Not even you. Now, I call out to the spirits of this place. I will give anything, or pay any price, if only you will help me save my people. Doch Muradin ist nicht gestorben, sondern er erlitt einen Gedächtnisschwund. Als er sich aber von diesem erholt hat, wurde er zum neuen Repräsentanten des Bronzebart-Clans im Rat der drei Hämmer. Dies, weil sein Bruder Magni zu Diamant versteinert wurde. Seither ist Muradin Bronzebart einer der Anführer der Zwerge und sitzt wieder zu Hause in der Eisenschmiede. Ja, so viel zur Geschichte von Muradin Bronzebart, und wir kommen nun zu den Angriffen vom Krieger im Spiel Heroes of the Storm. Und da beginnen wir mit Sturmschlag. Mana-Kosten 60, Abklingzeit 10 Sekunden. Wirft einen Hammer, der den ersten getroffenen Gegner für 1,5 Sekunden betäubt und ihm 50 Schaden zufügt. Dies ist eine Timing-Fähigkeit, das heißt, man muss den Gegner wirklich auch treffen können. Dann haben wir Donnerschlag. Mana-Kosten 50, Abklingzeit 8 Sekunden. Donnerschlag verlangsamt den Gegner in der Nähe und fügt ihnen Schaden zu. Genauer gesagt heißt das Verlangsamung für 2,5 Sekunden um 25% und es wird 58 Schaden verursacht. Das Ganze natürlich auf Heldenlevel 1. Der Schaden steigt dann proportional zum Heldenlevel natürlich. Dazu sagen ist noch, Donnerschlag hat einen kleinen Radius rund um Muradin.
Was heißt, wir müssen wirklich auch beim Gegner stehen für diese Attacke. Dann haben wir Sprung, Mana-Kosten 70, Abklingzeit 12 Sekunden, macht einen Sprung und fügt Gegnern in der Nähe beim Aufschlag 35 Schadenspunkte zu. Diese Fähigkeit ist auch gut, um Hindernisse zum Beispiel zu überspringen. Als Eigenschaft haben wir lange Atem, regeneriert Lebenspunkte, solange kein Schaden erlitten wird. Und dann kommen wir auch schon zu den heroischen Fähigkeiten. Da haben wir einerseits Avatar, Mana-Kosten 100, Abklingzeit 100 Sekunden, gewährt Lebenspunkte und lässt automatische Angriffe Gegner betäuben. Um hier ins Detail zu kommen, Avatar verwandelt euch 20 Sekunden lang und gewährt 1250 Lebenspunkte und wie gesagt, lässt automatische Angriffe Gegner betäuben. Und dann haben wir Kinnhaken, Mana-Kosten 100, Abklingzeit 50 Sekunden, verursacht 500 Schaden und stößt das Ziel zurück, das wiederum Gegner auf dem Weg zurückstößt und ihnen 125 Schaden erteilt. Ja, so viel zu den Grundfähigkeiten und heroischen Fähigkeiten von Muradin Bronzebart. Wir kommen nun zu den Talenten. Und hier bei den Talenten haben wir folgendes auf Heldenstufe 1 zur Auswahl. Wir haben Blocken, verringert regelmäßig den durch automatische Angriffe von Helden erlittener Schaden um 50%, verfügt über bis zu 2 Aufladungen. Wir haben erfüllte Hammer, Sturmschlag erstattet für jeden getroffenen Gegner 45 Mana zurück. Wir haben perfekter Sturm, erhöht für jeden getroffenen gegnerischen Helden den Schaden von Sturmschlag dauerhaft um 5. Und wir haben Nachklingen. Donnerschlag verringert die Angriffsgeschwindigkeit getroffener Gegner 3,5 Sekunden lang um 33%. Dann haben wir auf Heldenstufe 4 Schädelbrecher. Jeder dritte automatische Angriff auf denselben Gegner betäubt diesen 0,25 Sekunden lang. Wir haben mehr Puste. Erhöht die Lebensregenerationsrate von langer Atem und hebt den Grenzwert auf 40% der Lebenspunkte an. Wir haben Vorschlaghammer. Sturmschlag fügt Dienern und Gebäuden 400% Schaden zu und zerstört bei Gebäuden 4 Einheiten Munition. Dann haben wir Massenkontrolle, verringert die Abklingzeit von Donnerschlag für jeden von der Fähigkeit getroffenen Gegner um 0,75 Sekunden. Und zum Schluss auf Stufe 4 noch Donnerbrand. Donnerschlag erzeugt einen Bereich auf dem Boden, der nach 2 Sekunden explodiert, 29 Schaden verursacht und 2 Sekunden lang Gegner um 25% verlangsamt. Auf Heldenstufe 7 dann gibt es durchbohrender Schlag. Sturmschlag durchschlägt den Gegner und trifft ein weiteres Ziel. Wir haben Aufprallwucht. Sprung erhöht die Bewegungsgeschwindigkeit nach dem Landen 2 Sekunden lang um 20%. Eifer des Gefechts. Automatische Angriffe verringern die Abklingzeiten von Fähigkeiten um 0,5 Sekunden. Und zu Ende bringen. Der nächste automatische Angriff nach dem Einsatz einer Fähigkeit verursacht 25% zusätzlichen Schaden. Auf Stufe 10 haben wir, wie gewohnt, die heroischen Fähigkeiten, da gehen wir nicht weiter drauf ein. Auf Heldenstufe 13 dann, brennender Zorn fügt Gegnern in der Nähe 12 Schaden pro Sekunde zu. Heilender Strom regeneriert 1,5% der maximalen Lebenspunkte für jedes von Donnerschlag getroffene Ziel. Wir haben Donnerstoß. Donnerschlag verursacht 300% Schaden, wenn nur ein einziges Ziel getroffen wird. Zauberschild verringert nach dem Erleiden von Schaden 2 Sekunden lang jeglichen durch Fähigkeiten erlittenen Schaden um 50%, kann nur einmal alle 30 Sekunden ausgelöst werden. Und dann noch Vorspulen, das ist eine Fähigkeit, aktivieren, um die Abklingzeit der Grundfähigkeiten um 10 Sekunden zu verringern. Dies hat eine Abklingzeit von 60 Sekunden. Und dann auf Stufe 16. Sprungkraft erhöht die Reichweite und vergrößert den Wirkungsbereich von Sprung um 75%. Schwerer Treffer. Von Sprung getroffene Gegner werden 0,75 Sekunden lang betäubt. Dann Scharfrichter. Automatische Angriffe fügen verlangsamten, bewegungsunfähigen oder betäubten Zielen 40% mehr Schaden zu. Wir haben imposante Präsenz. Verringert die Angriffsgeschwindigkeit von angreifenden Gegnern um 30%. Und wir haben Steinschlag. Aktivieren, um 40% der maximalen Lebenspunkte im Verlauf von 8 Sekunden zu regenerieren.
Während dieses Zeitraums wird langer Atem deaktiviert. Und dann auf Heldenstufe 20, Erwachen des Sturms, wird 5 Sekunden nach dem Tod im Altar wiederbelebt. Dies ist einmal alle 120 Sekunden möglich. Und Zorn des Sturms, automatische Angriffe springen zweimal auf Gegner in der Nähe über und verursachen dabei 50% Schaden. Unaufhaltsame Kraft erhöht die Dauer der Avatargestalt um 30% und verringert die Dauer von Beeinträchtigungen in Avatargestalt um 75%. Und Zähne ausschlagen erhöht den Schaden des Kinnhakens um 25% und verfügt über bis zu 2 Aufladungen. Ja, so viel zu den Talenten von Muradin und wir schauen uns jetzt ein bisschen im Shop um und veranstalten da ein bisschen Teleshopping. Ja, und hier im Shop gibt es wieder verschiedene Skins, die man für Muradin kaufen kann. Momentan haben wir 4 Skins. Wir stehen immer noch in der Alpha von Heroes of the Storm. Das heißt, es kann natürlich sein, dass da noch mehr Skins folgen werden. Wir haben als erstes den Bergkönig, den Standardskin von Muradin. Den gibt es auch in verschiedenen Farben. Dann haben wir den Elite Muradin. Den kann man ab Heldenstufe 10 für 10.000 Gold erwerben. Auch der in verschiedenen Farben. Dann haben wir Magni. Wir können also auch den Bruder von Muradin spielen, der momentan in Diamant versteinert ist. Und am Ende gibt es noch den Zuckerkönig Muradin, wer auch immer so etwas spielen will. Den Zuckerkönig Muradin und den Magni kann man für 8,99 € im Shop erwerben. Gut, das soll es gewesen sein von Muradin Bronzebart. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Ihr könnt auch meinen Kanal abonnieren. Da wird es immer wieder neue Helden geben, die ich vorstelle. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Bis dann, euer Rob Mac. Ciao.